Weiter geht's mit Final Fantasy 9 HD. Ja, wir haben in der letzten Folge hier den schwarzen Tenor mal wieder geklatscht. Der ist jetzt, glaube ich, endgültig weg. Der war auch nicht mehr in gutem Zustand. Der sah auf jeden Fall nicht gut aus. Aber ja, geht halt jetzt weiter. Wir sind wie Lilly und Co. sind wenigstens erfolgreich gewesen und haben nicht so auf die Fresse bekommen wie sie dann und die anderen. Warum hat er mich nur verfolgt? Wo er doch kaum noch stehen konnte. Prinzessin. Bumesia wurde angeblich von einer Armee von Schwarzmagiern überfallen. Ich weiß. Von Schwarzmagiern wie dem vorhin wurden die Menschen von Bumesia überfallen. Und so. Aber wer sollte Interesse daran haben, so etwas... Ach Steiner, du bist verpeilt ohne Ende. Du hast wohl immer noch nicht verstanden und so. Was soll das heißen? Steiner, hört bitte auf. Ich weiß es doch schon. Ich weiß es doch schon längst. Prinzessin? Bald erreichen wir Alexandria. Also Steiner traue ich zu, dass er echt so verpeilt ist, dass er das nicht rafft. Wir sollten uns beeilen. Ich muss Mutter sehen. Bestimmt wird sie mich verstehen. Ja, natürlich! Wir müssen doch bald da sein. Du hast also schon gemerkt und so, dass Alexandria in Bromesia eingefallen ist und so? Ja, sicher. Ich bin schließlich nicht Steiner. Wird er erstmal ordentlich gedisst. Irgendwie hast du dich verändert und so. Ich? Meinst du meine Sprache? Nicht nur deine Sprache und so. Das kann gut sein. Es ist auch so viel passiert seit damals. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Was denn? Verändert und vor allem verbessert haben sie auch meine Kampffähigkeiten. Ich werde euch schon kein Klotz am Bein sein. Und was geht denn jetzt und so? Ihr wollt doch in Treno nach der Silbernadel suchen, oder? Naja, wenn es denn sein muss und so. Ich werde dich wahrscheinlich eh nicht davon abbringen können und so. Dann wäre ja alles geklärt, nicht wahr? Treno, wir kommen. Aber was Treno wohl für ein Ort ist? Vielleicht hat sie sich doch nicht verändert und so. Endstation! Alles aussteigen! Gehabt euch wohl! Da vorne gibt's eine Kreuzung. Der rechte Weg führt nach Treno und der linke nach Dali. Okay, alles klar. Wenn ich mich noch richtig erinnere, hat Lilly Ability bekommen nach dem Kampf. Jupp. Nach Dali wollen wir nicht. Was ist das da für ein Shop? Was verkaufst du? Okay, brauchen wir nichts von. Dali waren wir schon. Das war, wo uns der schwarze Tenor 2 angegriffen hat. Ich gucke nur, ob es hier irgendwie ein Item gibt. Nö. Sie sagt auch... Oh, sie sagt nicht, ich darf da nicht... Okay, ich habe nichts gesagt. Moment, war da eine Kiste? Ne, ich bin blind. Ich sehe Sachen, die es nicht gibt. Aber besser einmal vorsichtshalber nachgucken. Und warum war da ein Ausrufezeichen? Ach, der Feind ist einfach verschwunden. Mann, ey, was ist mit mir los? Ich bin total verpeilt heute. Aber hier unten gibt es doch bestimmt was. Ja, natürlich. Oh, Geld. Geld ist immer willkommen. Ich bin nicht mehr der Reichste. Vor allem, weil ich nicht farme. Zurzeit. Jedenfalls noch nicht. Es ist noch nicht notwendig. Hier kommst du nur bei herunterlassener Brücke durch. Ja, dann lass die doch runter! Den Passierschein bitte. Alles klar, darf's passieren. Hey, lass das Tor runter! Also, sei schon vorsichtig. Ich habe gar nicht gesehen, dass sie da nicht durch konnte. Okay, Weltkarte. Ja, der Weg ist relativ simpel. Hier geht's nur geradeaus. Und das dürfte da vorne Treno sein. Ich
Ich habe noch Markus in der Gruppe, ne? Ja, ja, ja. Markus Steiner Lilly sollte passen. Vor allem diese Spinnengegner, die gab es schon vor Dali, die sollten kein Problem darstellen. Aha, 4 Damage, das ist nichts! Mal gucken, Damage-Test der neuen Waffe. Ich habe eben nicht aufgepasst, wie viel es gemacht hat, deswegen. Ah, die Spinnengegner kann ich gut testen, die können gar nichts. Steiner sollte auch mal seine Waffe aufleveln. Wird langsam Zeit, dass er eine neue bekommt. Normalerweise müsste er diese Viecher one-hitten. So viel Damage, die mir machen. Also mir. Also die machen kaum Schaden. Ich glaube, ich habe mit Steiner noch immer die Anfangswaffe, ne? Puh, das dauert noch etwas. Okay. Da ist Treno. Ich weiß gar nicht mehr. Gab es hier oben was Besonderes? Ich guck mal kurz. Ich glaube, das endet in einer Sackgasse, wenn ich mich nicht täusche. Oh, nice! Nice, nice, nice! Das kommt perfekt! Das haben wir noch nicht gesehen. Ab und zu tauchen auf der Weltkarte so spezielle Gegner auf, das erkennt man an dieser Musik. Und die wollen was von einem. Einen Jadestein kannst du haben. Das machen wir nämlich. Ich habe Jadesteine, oder? 2 Stück. Bitte sei nicht gierig und will nur einen. Bitte. Hier, da hast du dein Jawohl, einer reicht. Schönen Dank! Sag Hallöchen zu Babu-Käfer. Es gibt was weiß ich wie viele von diesen Viechern auf der Weltkarte. Und wenn man alle davon beschenkt, gibt's eine Trophy. Und, was sehr wichtig ist, schaut euch mal rechts da oben an. Die Viecher droppen 10 AP. Oder vielleicht auch mehr. Der hier droppt halt 10 AP. Bam! Ability Ups gab's. Die bringen zwar keine Erfahrung, aber das ist die Viecher sind richtig geil, wenn man AP braucht. Aber das Schwert war nicht dabei, ne? Aber das hier, der Helm. Weißt du was? Wir überspringen mal den Latex-Helm, weil ich den Eisenhelm haben möchte. Ah, Moment. Lilly hat auch ein paar Abilities bekommen. Oh, der Grünstadt fertig! Nice! Und die Zipfelmütze. Hm, ja, Fitzo ist besser für den defensiven Charakter. Ist auch fertig, das heißt, das können wir ablegen. Ist eine Sackgasse, wenn ich mich nicht irre. Aber überprüfen wollen wir es mal. Nicht, dass wir hier irgendwas verpassen. Oh, die Sonne geht auf. Und die Encounter Rate ist furchtbar. Ah, wieder 2 Spinnchen, das ist okay. Ich meine mich zu erinnern, dass es hier stärkere Gegner auch gab. Aber okay. Vielleicht schaffen wir es noch, bevor wir in Treno ankommen, dass Steiner seine Waffe wechseln kann. Ah, Moment! Ich habe Level Up nicht angestellt. Spinnnetz, ja, ist okay. Das macht mich, glaube ich, nur langsamer. Schaden macht es auch, okay. So, jetzt. Okay, die neue Waffe von Lilly ist zwar stärker, aber da sie in der zweiten Reihe steht, ist sie doch schwächer, weil die andere war Fernangriff, ne? Deswegen macht er es immer gleichen Schaden. Und die andere, die wir jetzt haben, ist ein Nahkampf. Aber Lilly ist kein Damage-Character. Deswegen ist das okay. So, nein, nicht anlegen. Ability. Du sollst Level Up haben. Das braucht 7. Hm, was nehmen wir denn weg? Komm hier, Pestizid weg. HP plus 10% bleibt auf jeden Fall. Und ja, Holzauge weg. Holzauge verhindert halt, dass wir in Hinterhalte kommen können. Ich glaube, das habe ich sogar offscreen auf Steiner draufgepackt. Das ist eine Sackgasse. Ja, okay. Außer Treno gibt es hier nichts. Und lauter kleine Mistviecher, die einen auf den Sack gehen.
Der Schaden ist so süß, ne? Es ist richtig sweet. Warum macht Markus eigentlich mehr Schaden als Steiner? Haben die nicht die gleiche Waffe? Ja, Steiner hat jetzt schon mal Bodyguard. Und ich habe 9 Jadestein. Sehr schön. Kann ich nie genug von haben. Bodyguard. War das Zauberkürfass? Ja, davon haben. Das ist das Neueste. Okay, okay, okay. Der hat Markus. Und was hast du? Falcion. Das ist schon die Nächste. Alles klar. Deswegen macht er mehr Damage. So, Treno. Treno war, glaube ich, relativ groß, ne? Und hatte geile Musik. Prinzessin, dies hier ist die Stadt der Adligen, Treno. Als erstes müssen wir irgendwie in Erfahrung bringen, in wessen Besitz sich wohl die Silbernadel befinden könnte. Aber in Treno treiben sich nicht nur Adlige rum und so. Wenn es Nacht wird, dann kommt das Diebesvolk zum Vorschein und so. Es ist eine Schande, dass Parasiten wie deinesgleichen den Ruf dieser prunkvollen Stadt so in den Schmutz ziehen. Das kristallisieren wir ein andermal aus, aber zunächst steige ich mal so in eine schicke Villa ein und schnapp mir die Silbernadel und so. Einsteigen, schnappen, wenn ich das schon höre. Kerl, nur über meine Leiche lasse ich dich deinen schäbigen Tag... Oh Mann, ey. Deinen schändlichen Tagewerk nachgehen. Aha, da möge der Herr Ritter doch bitte so gut sein und mir erklären, wie wir sonst an die Silbernadel rankommen wollen und so. Schweig, Kerl! Eines ist schon mal sicher, ich werde auf keinen Fall zulassen, dass du sie einfach so stiehlst. Verstanden? Ihr habt euch doch mir angeschlossen. Wenn dir meine Methoden nicht passen, dann mach dich doch von Acker und so. Jetzt schlägt es aber 13 und was verdrehst du überhaupt die Tatsachen so schließlich? Und tschüss. Warte, Gefäß, ich bin noch nicht fertig mit dir, Kerl. Nicht ich, sondern sie und so. Was? Was redest du da? Willst du etwa vom Thema ablenken, Kerl? Prinzessin, es tut mir sehr leid, aber es ist absolut unter meiner Würde mit Gesinde wie dem da gemeinsame Sache. Prinzessin? Schon wieder. Ich bin nun schon seit 18 Jahren Ritter. Warum werde ich, Hauptmann der Plutotruppe, nur auf so eine harte Probe gestellt? Weil du ein Vollidiot bist! Aber Moment mal, wem verdanke ich denen das alles? Dir und den Rest deiner verdammten Tantalus-Bande! Weg. Alle beide weg. Aber ich will kein Ritter sein, wenn ich mich von so weit aus der Fassung bringen lasse. Zuerst muss ich die Prinzessin finden. Ja! Oh, Moment. Ambitionen. Guck. Hörst du, Mario? Treno wird zwar schon immer als die Stadt der Adligen bezeichnet, aber das ist nichts weiter als eine Lüge und das Volk stillzuhalten. Ja, genau. In Wirklichkeit werden wir von den Adligen nur ausgebeutet. Stimmt's? So ist es. Die feine Gegend an den Wasserknaben haben sie widerrechtlich annektiert und das gemeine Volk haben sie die Hügel hochgetrieben. Die Adligen sind alle ganz miese Trührrahmen, nicht wahr? Gina, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Du sagst es, Mario, aber wenn wir hier nur den ganzen Tag stehen und über das Unrecht dieser Welt lamentieren, dann sind wir auch nicht besser als die träge Masse hier. Es wird langsam Zeit für eine Rebellion des Unterbaus, nicht wahr? Hat er einen Sprachfehler? Genau, Rebellion. Der Unterbau muss der Oberbau loswerden. Nur so gibt es Autonomie. Aber anstatt hier immer zu jammern, müssen endlich Taten folgen. Wir sollten die Adligen stürzen und so selbst zu Adligen werden. Dann können wir auch in Saus und Braus leben. Okay. Bis eben fand ich die Argumentation in Ordnung. Mir nach, Mario. Markus denkt das gleich wie ich. Die Jungfernleute und so. ja. Wir müssen die Prinzessin suchen. Oh Mann, ich drücke immer die falsche Taste. Verlegenheit. Ah, da ist sie. Irgendwie eine ziemlich gefährliche Stadt. Aber ich muss so schnell wie möglich in den Besitz der Silbernadel gelangen und dann irgendwie irgendeinen Weg finden, wieder nach Alexandria zu... Hä? Nun ja, hier vielleicht. Nein, das lasse ich lieber sein. Dort ist sie auch ganz bestimmt nicht. Ah. Hä? Was hat sie denn? Achso, der Typ da.
Entschuldigung vielmals, ich wüsste nicht zur Welt, wo ich in dieser Stadt einen Gegenstand namens Silbernadel. Silberhochzeit? Ach, weißt du, mein Kind, die hätte ich bald feiern können, wenn mein armes kleines Frauchen nicht vor 3 Jahren verstorben wäre. Nein, ich meinte eigentlich diesen Gegenstand, von dem man sagt, er würde jede Form der Versteinerung aufheben können. Aber, mein Kleines, willst du mir etwa unterstellen, ich hätte Verkalkung? Das ist aber gar nicht nett von dir. Ich bin zwar vielleicht nicht mehr der Jüngste, aber immer noch fit im Schritt. Lilly, geh lieber. Vielen Dank für eure wertvolle Zeit. Ich bin noch voll auf der Höhe. Wir können ja mal... Gut, dass sie weggegangen ist. Das ist, glaube ich, irgendwo da hinten. Aber wir gucken uns hier mal um. Nach Kisten und so. Und irgendwo in dieser Stadt muss ein Händler sein für neue Waffen. Ach, kaufen will ich nicht. Was soll ich damit? Spiel ich sowieso nicht. Man merkt, dass hier Diebesvolk unterwegs ist. In der Kiste ist nur ein Gil. Alter, gibt's hier... Oh. Was gibt's hier so viele ATBs? Und Meister, die Sache geht sie voran? Hey, was denn los? Kein Nunz, wovon du sprichst, hä? Nanu, auch du bist Markus. Dass ich deine bärtige Fresse aber auch nicht gleich erkannt habe. Ja, ich hab dich auch vermisst und so. Also wegen dieser Sache, da gehst du mal besser runter und erkundigst dich persönlich. Atschi! Ah, Bug ist da. Du kommst spät. Ich wurde aufgehalten. Außerdem bin ich ein bisschen fertig und so. Was denn? Faule Ausreden? Ist man von dir ja gar nicht gewöhnt und so. Nun sag schon, hast du rausgefunden, wo sich die Silberne befindet und so? Na klar, in der Villa irgendeines Geizsacks eben. Heute Nacht fährst du mit dem Boot hin und schleißt dich da rein. Du kannst dich auf mich verlassen. Überlass die Sachen blank einfach mir und so. Ich weiß, alleine schaffst du das sicher, aber ich gebe dir noch 2 Gepäckstücke mit. Gepäckstücke? Was für Gepäckstücke? Oh. Dingets Bombe, der hat wohl einen zu viel über den Durst getrunken. Ja, so hört sich das auch an. Wir sind ganz dicke Kumpels. Okay. Kann ich dir einen Brief geben? Ne, von Chilzin ist aber einer gekommen. Die Regenstadt Mumesia liegt in Trümmern. Mhm, das habe ich ja auch schon gesehen. Und die Leute, die ich dort gesehen habe, sind in Richtung Westen zur Wüste Wubu aufgebrochen. Was für eine Wüste? Wubu? Nun, was wollen sie dort bloß? Außer sagen gibt's da nicht viel. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich ihnen nicht folgen und die Sache ergründen würde. Die Wüste Wubu ist ja nicht gerade um die Ecke. Aber das ist typisch Chilzin. Der hat keine Angst vor Entfernungen. Okay, hier drin war, glaube ich, ein Waffenladen, wenn ich mich nicht irre. Und hier gibt es ein kleines, feines Besonderheit. Da unten habt ihr schon das Monster gesehen. Kann man gegen kämpfen. Aber da ich jetzt alleine bin, ist das nicht zu empfehlen. Wieso gibt es hier Waffen von Sidan? Sie haben es gar meilenweit weg. Die habe ich von den schwarzen Tenor geklaut. Nee, ich habe einen Donnerstock geklaut. Feuerstock? Ah, ich sehe es doch im Inventar. Und einen Gletscherstock hat Vivi. Bin ich mir ziemlich sicher. Außerdem ist Vivi... Ja, das ist gar nicht in meiner Party hier drin. Das interessiert doch gar nicht. Unnötige Geldverschwendung wäre das. Hier mal die ganzen... Ich habe einen Plattenpanzer? Ehrlich? Dann muss ich den geklaut haben. Für Markus kaufe ich keine Ausrüstung, weil der wird uns in Kürze verlassen. Aber das war, glaube ich, schon nicht so besonders zu erraten. Weil, ja, Markus kannte man nicht einen persönlichen Namen geben, wie bei Steiner, Lilly, Sidan und so. Daran erkennt man halt, was für Leute in der Party bleiben und was nicht. Obwohl bei Lilly war es ein bisschen anders. Lilly hat halt, die hatte man erst in der Party und dann hat man so eine Stunde oder so ungefähr gezockt und dann hat man
Ja. Dann konnte man erst den Namen geben, weil dann der Name von Garnet zu Lilly geändert wurde. Das hier ist also ein Aktionshaus, ja. Hier wird schon fleißig geworden. Na, wenn das so ist, dann komme ich vielleicht hier in den Besitz der Silbernadel. So viel Kohle haben wir nicht, Lilly. Hm? Kuja! Der Bastard! Was macht der hier? Aber hier bin ich richtig. Hier sollte Lilly sein. Ja, da ist sie. Hier seid ihr also, Prinzessin. Ich war ganz in Sorge, dass euch vielleicht etwas zugestoßen sein. Ach, wer regt mich auf, ne? Steiner, wenn ihr ständig wie eine Klette an mir klebt, dann finde ich die Silbergnadel nie. Ja, genau. Ah, Prinzessin, wie könnt ihr nur so von mir... Ah, die Silbergnadel scheint wohl sowieso nicht hier zu sein. Wo ist eigentlich Markus? Da bin ich leider überfragt. Vielleicht hat er die Silbergnadel ja schon gefunden. Was, ihr folgt mir gar nicht? Wollt ihr, dass ich wieder alleine irgendwohin entschwinde? Nein, mitnichten, Prinzessin. Ich begleite euch, selbstverständlich. Dieser Mann, den habe ich doch schon irgendwo mal... Ja, wenn Kuja vorher immer in Alexandria ein- und ausgegangen ist, dann wird zu ihm bestimmt irgendwann mal über den Weg gelaufen sein. So. Wo Markus ist, haben wir auch schon in einer ATB gesehen. Nebenbei, ihr könnt so ziemlich mit jedem hier in Treno Karten spielen, wenn ihr Bock darauf habt. Ihr müsst, glaube ich, sogar 100 Mal das Spiel spielen oder 100 Spiele gewinnen, um eine Trophy zu bekommen. Das ist ein bisschen... Nur weil ihr jetzt keinen Bock drauf habt, ein bisschen ätzend. So, Markus, was geht ab? Ich muss unbedingt die Silbernadel in die Finger bekommen und so. Ja, dann können wir endlich Blanke helfen, nicht wahr? Also, wann brechen wir auf? Meinetwegen sofort und so. Du bestehst wohl darauf mitzukommen, oder? Ja, ich bin stark klar. Na, dann wollen wir mal gehen. Prinzessin! Prinzessin, so wartet doch bitte. Der Chef wartet und so. Chef, du meinst euren Chef? Na, wen denn sonst? Es gibt nur einen, den wir Chef nennen und so. Prinzessin, so... Mann, ey. Steiner, warum bist du so nützlich im Kampf, wenn du so ein Lappen bist? Wollt ihr wirklich mitkommen, Prinzessin? Ich meine, schließlich ist es ja unbefugtes Betreten und Diebstahl. Natürlich komme ich mit. Ich muss ja schließlich darauf aufpassen, dass ihr wirklich nur die Silbernadel mitnimmt. Mhm. Na prima, können wir dann und so? Hey, ich komme auch mit. Es ist nämlich meine Pflicht, darauf Acht zu geben, dass ihr nicht gar noch versucht, die unschuldige Prinzessin vom Pfad der Tugend abzubringen. Wenn es dir denn Spaß macht und so. Deine Pflicht, sagst du also? Ist das alles, woran du denkst? Hast du gar keinen eigenen Willen? Machst du dich etwa über mich lustig, Kerl? Es ist mein eigener Wille, die Prinzessin nach Alexandria. Ich dachte, wenn du mit sie dann durch die Lande ziehst, kriegst du eine neue Perspektive auf alles, aber... Dein eigener Wille? Ich bezweifle, dass du sowas überhaupt hast, aber naja... Was fällt dir überhaupt ein? Hört auf damit. Lass uns lieber eigentlich aufbrechen. Oh, das Kuja-Team. Ich liebe es. Mit Verlaub, darf man fragen, wie es in Bumesia gelaufen ist? Ach, gar nicht mal schlecht. Nur der Gestank dieser schmutzigen Ratten und dieser ekelhafte Anblick dieser fetten Elefantendame war etwas schwer zu ertragen. Okay, er mag Brain nicht. Genauer gesagt, eine regelrechte Beleidigung für meine feine Nase und meine empfindlichen Augen. Leider blieb euch dies nicht erspart, nicht wahr? Eigentlich würde ich noch ein wenig in den schönen Trino verweilen, um den Gestank dieser Ratten abzuschrecken, aber leider muss ich auf Rattenjagd in die Wüste. Das heißt, ihr brecht nach Clara auf? Ja, trifft bitte die nötigen Vorbereitungen. Sehr wohl, ich werde mich sofort darum kümmern. Ach übrigens, hast du gesehen? Heute hatten wir einen ganz bezaubernden Gast. Was meinst du? Einen bezaubernden Gast, meint ihr? Wohl eine Dame, die euer Wohlgefallen fand, wie ich vermuten darf? Ganz recht. Sie fand mein Wohlgefallen. Diese bezaubernde Taube, der ich nachjage, kommt also von mir aus zu mir... Kommt von sich aus zu mir geflogen. Dass du mir gerade hier zufällig kommst. Ich denke, von heute an darf selbst ein Skeptiker wie ich ruhig an das Schicksal glauben. Aber noch ist es zu früh für dich, deine zarten kleinen Flüglein auszuruhen. Hörst du?
Dein Nest ist nicht hier, meine kleine Taube. Dreh um und flieg also geschwind zu deiner Mutter nach Hause. Sie erwartet dich schon sehnsüchtig. Flieg, mein Täubchen, flieg! Und auch ich werde dich dort erwarten, um dich liebevoll in Empfang zu nehmen. Ich mag Kuya. Der ist cool. Schöner. Schöner Charakter. Design. Und Verhalten. Der ist schon richtig... Den will man eigentlich auf die Fresse hauen, ne? Weiß ich eigentlich, was ich tue? Mit Diebesgesinnen Hand in Hand arbeiten. So weit ist es schon gekommen. Verdammt. Du musst stark sein, Adelbert Steiner. Die Prinzessin Wurbart ins Schloss zu bringen. Das ist meine Aufgabe. Außerdem glaube ich einfach nicht, dass die Königin zu unrechtlichen Taten fähig sein soll. Bestimmt handelt sie aus höheren Motiven. Mhm. Und an den Osterhasen und den Christ und das Christkind glaubst du auch, ne? Habe ich keine eigene Meinung? Unsinn. Das ist purer Unsinn. Wie sollte auch ein einfacher Soldat, wie ich es bin, majestätisches Genie verstehen können? Die Worte eines Räubers können mir sowieso gestohlen bleiben. Lediglich die Prinzessin Wohlbeit ins Schloss zurückbringen. Endlich bin ich diesen Kerl los. Ja, was für ein furchtbarer Kerl, dieser elende Entführer und Räuber. Sitan ist eine unmögliche Person, er mich behandelt wie ein kleines Kind. Schon seltsam, dass ich dann trotzdem hier nach der Silbernadel suche. Aber warum tue ich das hier dann überhaupt? Um Blank zu retten? Vielleicht, weil er mich gerettet hat? Ja, das muss es sein. Eine Hand wäscht die andere. Eine Selbstverständlichkeit. Aber ich habe bisher noch nie so gehandelt. Ja, du warst bisher dein Leben lang ins Schloss eingesperrt, denke ich mal. Glaubst du wirklich, dass wir die Silbernadel finden? Hör auf zu meckern und such lieber und so! Hm? Da kommt jemand und so. Wie dumm, gerade in dieser prachtvollen Vollmondnacht wie dieser, in der so eine einmalige astronomische Beobachtungsmöglichkeiten bieten. Gerade heute muss mir die Tinte ausgehen. Wo habe ich bloß das Ersatzfässchen? Und was jetzt und so? Moment mal. Prinzessin, was habt ihr vor? Nanu? Aber das ist doch... Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, nicht wahr, Professor Toto? Prinzessin, ja, kann ich denn meinen alten Augen trauen? Professor Toto? Professor Wea und so? Professor Toto war der Hauslehrer der Prinzessin. Der Professor ist einer der größten Kapazitäten auf dem akademischen Sektor, eine wahre wissenschaftliche Koryphäe. Solch furchtbare, steife und lobende Worte, die können doch nur aus dem Munde des Hauptmanns Steiner kommen, nicht wahr? Doch rede bitte leise, der Ladenhüter könnte uns hören. Aber Prinzessin, darf man fragen, was ihr hier überhaupt tut? Dies jetzt zu erklären würde zu lange dauern. Aus einem bestimmten Grund sind wir hier auf der Suche nach der Silbernadel. Bitte verstehe, wir wollen den Gegenstand nicht stehen oder ähnliches. Er ist nur so, dass wir in einer ausweglosen Lage sind und... Ist da unten jemand? Ihr solltet von hier verstehen. Und keine Sorge, die Silbernadel überreiche ich euch später. Wenn ihr von Stadttor Trenus aus nach links geht, folgt ihr den Weg einfach so lange, bis ihr vor einen großen Turm angekommen seid. Und genau in diesem Turm ist mein Zuhause. Ich werde die Tür offen stehen lassen. Tretet einfach ein. Bis nachher also. Verstanden. Wir ziehen uns erstmal zurück. Vielen Dank, Professor Toto. Bis nachher. Ach so, ihr seid es bloß, Professor. Ja, entschuldigt bitte die Unannehmlichkeiten. Mir ist nur mitten beim Kartografieren die Tinte ausgegangen. Gut, dann seid bitte vorsichtig. Wenn hier etwas kaputt geht, muss ich nämlich das ausbaden. Prinzessin. Und? Hat der Professor Popo nun die Silbernadel rübergeschoben? Professor Toto und so. Atschisch! Mir egal, ob Toto oder Lotto, auf jeden Fall ist das eine beschämende Sache für Tantalos. Naja, so wie es aussieht, wirst du wohl noch eine Weile den Babysitter spielen müssen. Echt, oder? Klar, oder glaubst du, Professor Dudu gibt dir die Silbernadel, wenn Garne nicht dabei ist? Also Prinzessin, ich verlasse mich darauf, dass Professor Bobo die Silbernadel rausbringt. Professor Toto und so. Der Professor hält immer sein Wort. Gut, dann schlaft erstmal. Der Professor Risotto wird da wohl noch eine Weile brauchen. Ja, okay. Dann machen wir Schluss für heute.